Herzlich willkommen zur 89. Folge von Basket TV. Heute dreht sich das, was Thilo und ich besprechen werden, um zwei Dinge. Punkt 1, die neue Basket 4 2012 erscheint morgen im Handel, die Abonnenten haben sie schon. Punkt 2, March Madness, es geht los heute Nacht, 23.30 Uhr bei ESPN America. Dazu kommen wir gleich. Zunächst würde ich sagen, nur mal kurz das neue Heft, wo es auch um College geht. Einerseits durch die XXL-Story. Hassliebe, Duke gegen North Carolina, ich war dabei, war sehr geil, hier lest ihr das, was ich erlebt habe. Dann mein Doppelinterview mit Enos Wolf und Jetzt Giffey, den beiden deutschen Spielern der University of Connecticut, UConn. Hier ist das Interview, sie reden darüber, wie sie den Titel verteidigen wollen und wie sie sich steigern bis dahin, nämlich bis es dann losgeht in den kommenden Tagen. Und hier ist dann die Vorschau auf die March Madness, die wir jetzt noch ein bisschen ausbauen wollen. Hier findet ihr alle Infos. Gerade auch zu den Top-Teams, aber wie gesagt, dafür haben wir dich als Experten. Und ich würde sagen, wir fangen damit an, was wir jetzt hier gerade schon bei dir sehen, das Bracket. Es ist das A und O beim College-Basketball, bei der March Madness. Vielleicht kannst du das mal kurz erklären für Leser und für Zuschauer, die es vielleicht noch nicht so gut kennen. Richtig, also es geht heute Nacht los. Zunächst mit den sogenannten Play-In-Games, das heißt, es sind 8 Teams, die sich um die 4 restlichen Plätze bewerben, beziehungsweise um diese kämpfen in 4 Spielen, um schließlich in die wirkliche March Madness zu kommen mit 64 Mannschaften, die dann im Endeffekt die 4 Teams ausspielen, die im Final Four spielen werden. Es ist aufgeteilt in 4 Regionen. Wir haben die Ostregion, Midwest, South und West. Und dort werden jeweils in 1 bis 16 Teams durchgerankt. Und spielen dann immer im K.O.-System 1 gegen 16, 2 gegen 15, 3 gegen 14 und so weiter. Bis am Ende, wie gesagt, 4 Teams übrig bleiben. Eine aus jeder Division, aus jeder Region, die dann schließlich in der Final Four gegeneinander spielt. Das heißt, es ist immer do or die. Man darf sich keine Auszeit erlauben. Jedes Spiel zählt. Es ist nicht wie in der NBA, in den Playoffs, wo irgendwie Best of 7 ist. Und wenn man mal ein Spiel irgendwie ausgesetzt hat oder einen schlechten Tag hatte, dann geht es am nächsten Tag weiter. Nee, hier ist es eben nicht so, sondern wer hier verliert, ist draußen, der fährt nach Hause, der hat vielleicht sogar, wenn er Senior ist im College, das letzte Basketballspiel seines Lebens gespielt. Von daher, es geht wirklich um alles. Es ist das dramatischste Basketballturnier der Welt. Ja. Es beginnt heute Nacht, wie gesagt, 23.30 Uhr und da möchten wir euch natürlich hinweisen auf Facebook und basket.de, wo wir schon mal die Infos zusammengestellt haben, denn dieses Jahr nicht nur neu, dass so viele Teams dabei sind, das ist ein Novum, es ist das größte March Madness Turnier ever, sondern auch neu, ESPN hat ESPN America für die Zuschauer hier, für uns, und es gibt darüber hinaus noch einen Online-Service, das offizielle Streaming. Da kann man jedes Spiel sehen, live und on demand, und der offizielle Name ESPN Player. Okay. Guckt es euch an, ich habe den Player für euch da verlinkt, ich habe die Details nochmal aufgeführt, den Zeitplan. Und das Bracket findet ihr da auch, also da auf jeden Fall vorbeischauen, da kriegt ihr die Infos im Komplettpaket. Vielleicht fangen wir dann, nachdem wir ja gerade schon erklärt haben, was heute Abend passiert, nämlich die Spiele, um ins Turnier zu kommen, um den Baum mit 64 Teams zu komplettieren. Heute Abend 23.30 Uhr ESPN. Geht es am Donnerstag dann los mit der, wie sie im offiziellen Sprachgebrauch heißt, zweiten Runde. Mhm. Denn diese ersten Spiele gelten schon als erste Runde. Und auf eurem Baum, den ihr dann habt, ist das dann optisch die erste Runde, aber offiziell die zweite. Was erwartet uns da? Ja, im Endeffekt, wie in den letzten Jahren, wird es wahrscheinlich wieder jede Menge knappe Spiele geben. Man wird vielleicht auch ein paar Upsets erleben, also wo dann eben tiefer gerankte Teams dann eben die höher gerankten dann schlagen oder ähnliches. Wobei natürlich wieder 4 absolute Top-Favoriten da sind, also die jeweils Top-Seeds der einzelnen Regions, also in dieser Jahr Kentucky, North Carolina, Michigan State und Syracuse. Wobei natürlich all diese Mannschaften unterschiedliche Perspektiven haben oder unterschiedliche Brackets zu absolvieren haben. Nur mal so zum Vergleich, North Carolina hat ein relativ einfaches Bracket. Die werden also relativ große Chancen haben, ins Final Four zu kommen. Der einzige Stolperstein, der auf dem Weg liegt, oder große Stolperstein, ist Kansas, die eben an 2 gesetzt sind in der Region. Kentucky zum Beispiel hat es wesentlich schwieriger. Also die könnten schon in der zweiten Runde, beziehungsweise in der dritten Runde, also wenn sie das erste Spiel gewinnen, bereits auf Connecticut treffen, eben auf Enos Wolf und Nils Giffey und damit eben auch auf den Titelverteidiger. Und wir wissen ja nicht, erst seit Rudy Tomjanovic, never underestimate the heart of a champion.
Von daher, mit UConn ist immer zu rechnen. Die haben jetzt gerade die letzten Spiele wieder sehr gut gespielt, finden so langsam einen Rhythmus, hatten so ein paar Probleme im Laufe der Saison. Aber da ist durchaus ein Upset möglich, wenn man natürlich sagen muss, Kentucky ist ein absoluter Top-Favorit. Ja? Dennoch, da hätten sie schon ein hartes Spiel. In der wiederum nächsten Runde könnten sie dann wiederum auf Indiana treffen. Indiana, eins von nur zwei Teams, das in diesem Jahr bereits die Kentucky Wildcats schlagen konnte. Von daher auch da wäre es ein sehr enges, wahrscheinlich ein sehr emotionales Match, was auf sie warten würde. Dann in der Elite Eight, eventuell noch die Duke University. Von daher, also auf dem Weg ins Final Four, muss Kentucky doch einige Brocken aus dem Weg räumen. Trotzdem glaube ich, dass Kentucky ins Final Four kommt, wahrscheinlich auch sogar ins Finale kommen wird, genauso wie North Carolina. Wie siehst du das? Siehst du es ähnlich oder glaubst du, dass einer der beiden vielleicht vorher schon rausfliegen wird? Ich sage ganz offen, ich drücke UConn die Daumen. Okay. Bin mir auch, also ich bin schon überzeugt, dass das der schwierigste Baum ist, dass die South Region auf jeden Fall ziemlich tough sein wird. Ich glaube, dass Michigan State eigentlich ganz gute Karten hat, sehr weit zu kommen, da ich ihren Baum im Westen für nicht so ganz schwierig halte und sie ja traditionell ein ganz gut gecoachtes, sehr hart kämpfendes Team sind. Also ich glaube, dass sie auch, ich will nicht sagen aus Mangel an Konkurrenz, denn jedes Team ist stark, man darf nichts unterschätzen, aber ich glaube schon, dass sie sehr gute Chancen haben, das ganze Ding auch zu gewinnen. Mhm. Ich glaube auch, dass das eine Riesensache wird, denn wir reden hier von mehr als 50.000 Zuschauern in New Orleans, wenn es dann am 31. März mit dem Final Four losgeht und am Montag, den 2., dann das Championship Game kommt. Ja. Das wird der absolute Knaller. Das ist somit das Größte, was es beim Basketball zu sehen gibt, von den Playoffs und den Olympischen Spielen mal abgesehen. Das wird richtig krass und die Frage aus NBA-Sicht ist natürlich so ein bisschen, wie beeinflusst Star Power jetzt dieses Turnier? Es sind schon gute Spieler dabei, es sind die besten Unis mit den besten Spielern ja auch Favoriten, wie wir gerade erklärt haben. Es gibt jetzt zum Beispiel Anthony Davis, der als Top-Pick 2012 gilt. Es gibt Andrew Drummond von UConn, der als zweiter Pick gilt. Es gibt Harrison Barnes, der zu den besten Leuten gehört, der für UNC spielt. Welchen Einfluss werden die individuell auf den Verlauf des Turniers und auf den Lauf durch den Baum dann nehmen? Das ist schwierig zu sagen. Also es gibt natürlich immer wieder gerade die Underdog-Teams, die dann von einem Spieler meistens getragen würden. Wir hatten das zum Beispiel vor ein paar Jahren mit Davidson, mit Stephen Curry. Ja. Der eben komplett überragt hat und dann auch Spiele im Alleingang entschieden hat. Aber ich glaube, gerade bei den großen Teams zählt immer das Kollektiv. Man sieht es bei UNC, man sieht es bei Kentucky, man sieht es bei Syracuse, die haben alle mehrere Optionen. Und eventuell kann sie dann sogar auch mal einen Spieler erlauben, vielleicht sogar auch einen Harrison Barnes mal erlauben, will ich bei einem Spiel dann ein bisschen unter seinem Schnitt zu spielen. Aber trotzdem kann UNC immer noch gewinnen. Das ist bei anderen Teams natürlich nicht möglich. Gerade eben bei diesen Teams, die vielleicht niedriger gesetzt sind und die eben auf Upsets aus sind. Das ist nämlich gerade in dem Baum, wo Syracuse spielt, durchaus möglich. Ich persönlich glaube nämlich nicht, dass Syracuse ins Final Four kommt. Wir hatten es gerade schon angesprochen, North Carolina, Kentucky, Michigan State, wahrscheinlich alle Favoriten und werden alle oder haben alle sehr gute Chancen, ins Final Four zu kommen. Bei Syracuse sieht es meines Erachtens ein bisschen anders aus. Es gibt da Teams wie Florida State oder Vanderbilt, zwei wirklich sehr heiße Teams, die gerade in der Schlussphase der Saison sehr viele Spiele gewonnen haben und die eben auch Spieler haben, die so ein Spiel dann eben auch mal alleine entscheiden können. Und von daher glaube ich schon, dass gerade in dem Baum der ein oder andere Upset drin ist und eventuell sogar ein Überraschungsteam wie zum Beispiel Florida State oder Vanderbilt, die jetzt auch nicht sehr tief gesetzt sind. Also Florida State ist an 3 gesetzt, Vanderbilt an 5, aber trotzdem wäre es natürlich schon eine Überraschung, dass die eventuell ins Final Four vorstoßen können. Wir können es vielleicht noch kurz erklären. Dieses Bracket ist schon so ein Phänomen in den USA. Ich muss sie gleich im Büro auch noch einsammeln, denn wir brennen auch darauf, dass es losgeht heute Abend. Aber in den USA ist das wirklich Gesprächsthema in so gut wie jedem Büro des Landes, rund um die Welt natürlich, je nachdem, wie basketballbegeistert man ist. Das heißt, da gibt es Einsätze, da muss man natürlich abwägen, okay, die eigene Uni oder die Uni vom Papa oder wie auch immer, zu wem man halt wem man die Daumen drückt, wo man gewohnt hat. Dann natürlich, wen man wirklich aus sportlichen Gründen dann im Endeffekt dann als Sieger sieht. Da geht es um Bragging Rights, wie der Amerikaner sagt. Ein Jahr, große Klappe. Bin gespannt, wer sich jetzt durchsetzt, bei uns und auch generell. Das ist schon so ein Kultding in den USA auf jeden Fall. Und es gibt immer unterschiedliche Regeln. Klar, für Upsets, also wenn ein niedriger geranktes Team das höhere besiegt, gibt es mehr Punkte als für einen normalen, erwarteten Sieg. Aber da liegt ja gerade die Faszination. Cinderella ist da das Zauberwort. Welcher Kleine räumt welchen Großen dann aus der Bahn und schmeißt ihn aus dem Turnierbaum, aus dem Bracket. Du gehst mit UNC.
Ich gehe mit UNC. Das ist dein Favorit. Ich glaube ins Finale Kentucky gegen UNC und okay. Es gab bereits, das Spiel gab es ja bereits im Laufe der Saison, da hat Kentucky mit einem Punkt gewonnen. Ich glaube, dass es diesmal umgekehrt sein wird und North Carolina mal wieder NCAA Champion werden kann. Okay, ich freue mich wie jedes Jahr auf Upsets. Ich bin gespannt, ob es da das eine oder andere Ärgernis für die großen Teams gibt, zumal er dieses Jahr, wie du ja schön zusammengefasst hast, die besten Unis mit den besten Spielern auch die besten Chancen vermeintlich haben. Das heißt, größer und krasser geht es eigentlich gar nicht als dieses Jahr. Daher ja auch unsere Headline Big Bang in diesem Heft. Da gibt es einiges für euch zu schauen, wie gesagt, bei ESPN America und beim ESPN Player. Wir können es euch nur empfehlen. Die Infos, wie gesagt, Facebook und basket.de. Und vor allem Tipp, was das Zeug hält. Wenn ich noch mal kurz einbinden darf. Ja, klar. Macht wirklich jeder, selbst Präsident Obama, ja, führt jedes Jahr ganz fleißig sein Bracket aus. Und selbst im Weißen Haus wird also getippt. Von daher, egal ob ihr in der Schule, in der Uni, bei der Arbeit, bildet Gruppen und macht mit Einsätzen und was auch immer, natürlich nicht zu hoch, aber so, dass es noch Spaß macht und versucht, eure Freunde da ein bisschen auszustechen. Wen wir nicht vergessen wollen, Elias Harris, Gonzaga. Richtig. Haben wir gerade schon drüber gesprochen, du hast mir das erklärt. Gonzaga zählt für dich zu den, so ein bisschen zu den Geheimfavoriten, kann man vielleicht sagen. Warum ist das so? Oder warum glaubst du, dass sie trotz ihres relativ schwachen Tabellenplatzes viel erreichen können? Gonzaga also Ranking-Platzes, verzeihung. Also Gonzaga ist an 7 gerankt. Ja. Ich glaube aber trotzdem, dass sie einigermaßen Chancen haben werden. Sie haben gleich im ersten Spiel mit West Virginia eine sehr kompakte und sehr taffe Mannschaft. Also die müssen sie erstmal aus dem Weg räumen. Können dann in der nächsten Runde gleich auf Ohio State treffen. Auch einer der Geheimfavoriten oder sogar einer der Favoriten. Von daher, sie haben schon ein schweres Bracket, muss man ganz klar sagen. Okay. Aber ich glaube schon, ich meine, Elias Harris hat mittlerweile die nötige Erfahrung. Sie haben mit Kevin Pangos einen sehr guten Point Guard, der, wenn er einmal heiß läuft, gerade von der Dreierlinie, dann trifft er einen nach dem nächsten. Und von daher, ich glaube schon, dass Gonzaga ein gewisses Upset-Potenzial hat. Und ja, für Elias Harris gilt ja jetzt eigentlich auch fast schon der Leitsatz jetzt oder nie. Von daher, ich bin wirklich gespannt auf Gonzaga, was sie reißen können. Und ich hoffe natürlich sehr auf einen tiefen March Madness Run der Gonzaga Bulldogs. Natürlich ebenso wie von UConn, aber wie gesagt, bei UConn, meines Erachtens, hängen die Trauben da doch ein bisschen zu hoch mit Kentucky gleich in der zweiten Runde. Wir werden es erleben, wir stillen unseren Basketballdurst und ich würde sagen, auf gutes Gelingen, cheers. Prost. Und wir gucken uns das an, viel Spaß damit. Wir sehen uns beim nächsten Mal mit mehr NBA-Inhalt. Es war ein College Special, mehr oder weniger, denn March Madness erfordert besondere Maßnahmen. Dementsprechend viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.